Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stisse für euch. Ja, heute gibt's nur mal dieses wunderschöne, charismatische Gesicht für euch und hört mir einfach mal wieder ein bisschen zu. Als allererstes möchte ich euch allen mal frohe Weihnachten noch wünschen und natürlich guten Rutsch ins neue Jahr. Sollte man sich nicht mehr hören, ich weiß es nicht. Momentan, ja, genieße ich ein bisschen mal wieder die Freizeit, besonders jetzt wieder über die Festtage. So ein bisschen die ganzen Familien besuchen, gemütlich zusammensitzen, einfach mal wieder, was mir das ganze Jahr über gefehlt hat, gemütlich miteinander reden. Und ich kann euch nur eins empfehlen, nützt die Zeit mit euren Familien, weil an solchen Tagen wie gestern zum Beispiel, wo man Heiligabend feiert, merkt man einfach, wenn ein Familienmitglied fehlt, auch, ja, dass man das nicht mehr ändern kann, ganz einfach. Man muss damit zurechtkommen, deswegen genieße ich jetzt über die Tage die restlichen Familienmitglieder zu besuchen und einfach mal miteinander reden. Deswegen wünsche ich auch jedem von euch und auch euren ganzen Familien Gesundheit. Denkt immer dran, ich habe schon jetzt auf Facebook gepostet, es ist das wichtigste Gut im Leben. Scheiß auf die ganzen materiellen Güter, auf die Handys oder Playstation-Spiele. Wirklich, Gesundheit ist das Wichtigste. Erfreut euch an den Geschenken, aber erfreut euch mehr, dass ihr zwei Arme, zwei Beine habt und einfach gesund und munter seid. Ja, wie wird's weitergehen? Ich bin momentan ja dabei, H1Z1 zu zocken, was einigen gefällt, einigen nicht. Deswegen bin ich momentan am Überlegen. Keine Angst, es wird weiterkommen, weil mir macht das Spiel unheimlich viel Spaß. Ich bin nur am Überlegen, ob ich die Dislikes rausnehme und die Likes, dass ihr nur noch kommentieren müsst, könnt, dürft, wenn ihr mir was zu sagen habt. Wenn nicht, erfreut euch einfach an den Videos. Wie gesagt, es wird noch einige Überraschungsgäste hinzukommen. Wir kämpfen uns noch ein bisschen alleine durch, aber dann wird auf jeden Fall eine richtige Party abgehen. Ja, dann wird auf jeden Fall ein bisschen GTA kommen, denke ich, in nächster Zeit. Star Wars Battlefront, was mir auch unheimlich viel Spaß macht. Und ich versuche mich doch nochmal an Call of Duty, weil jetzt kommen ja die ganzen Weihnachts-Noobs. Da freue ich mich drauf. Vielleicht bleibt da der eine oder andere Gegner auch für mich endlich mal übrig. Ansonsten wird Silvester bei mir mit meinem Bruder gefeiert und den Freunden und ein paar Familienmitgliedern. Da freue ich mich auch drauf, weil in den letzten Jahren war ich immer im Ausland unterwegs und konnte nie so richtig feiern, weil es war relativ spontan, weil ich dann wegen der Arbeit und so weiter wusste ich nie, wie es genau abläuft. Deswegen, dieses Jahr steht einfach mal das Jahresende im Punkt der Familie. Ich hoffe, ihr versteht es natürlich und ich wünsche euch allen einen guten Start ins neue Jahr und ich hoffe, wir können nächstes Jahr dann die 600 Abos knacken. Da wird es dann auch ein Special geben. In dem Sinn, macht's gut, haltet die Ohren steif und wir sehen uns auf jeden Fall wieder in den Kommentaren und vielleicht irgendwann mal, wenn ihr euch blicken lasst auf dem TS. Den Link dazu bzw. die Daten findet ihr unten in der Beschreibung. Und dann können wir da mal über die Festtage vielleicht miteinander quatschen. Macht's gut, bis dann, euer Yogi. Ciao.